Ja, der Einsatz der Roboter hat unseren täglichen Arbeitsablauf schon sehr erleichtert. Also es war gerade so in der Ernte, dass man im Prinzip immer an feste Zeiten gebunden war und jetzt halt sehr flexibel ist. Durch das automatische Melken haben wir viele Daten über die Kühe, die wir sonst im Melkstand nicht hätten. Durch die Daten, die der Melkroboter und die Brunsterkennung uns liefert, haben wir auch das Einzeltier genau im Blick und können dadurch die Tiergesundheit steigern. Ich arbeite sehr gerne mit Tieren zusammen, mit Kühen auch. Es macht mir sehr Spaß, es sind schöne Tiere, ruhig, aufmerksam, neugierig vor allem. Ja, ich bin sehr zufrieden, wenn die Kühe alle gesund sind, alles gerade läuft im Stall, die Roboter gut laufen, ordentlich Milch im Tank ist und das ist für mich ein guter Tag. Also unser Betrieb ist eigentlich seit 1725 in der Familie geblieben und so ist es halt Tradition. Die Milchviehhaltung, die wollen wir auch gerne beibehalten. Beide Söhne sind interessiert und mit Einstieg der Söhne war halt die Frage, wie stellen wir uns neu auf oder für die Zukunft auf. Ja, für uns war es wichtig, mit dem Neubau besonders artgerecht zu bauen. Das haben wir ja auch erfüllt. Das heißt, tief eingestreute Liegebuchten, breite Laufgänge, Laufhof hier mit am Betrieb. Also ich blicke positiv in die Zukunft, weil wir durch den neuen Stallbau auch alle Tierwohlmaßnahmen erfüllt haben und uns dadurch in der nächsten Zeit auch keine Gedanken machen müssen, dass wir nicht mehr produzieren können. Also für uns war der Bau der Biogasanlage wichtig, weil wir ohne Einsatz von Nahwaros hier Strom erzeugen können. Das ist zum einen so, dass wir uns selbst versorgen können und dann noch zusätzlich 100 Haushalte mit Strom versorgen derzeit. Das bedeutet, dass wir faktisch energieautark sind und CO2-neutral. Das ist ja mittlerweile auch ein großes Thema. Nicht nur durch die Melkroboter, sondern auch durch die Futteranschieber und Spaltenreiniger hat man eine ganz andere Flexibilität, auch um den Ackerbau nebenbei zu machen und die Biogasanlage zu bewirtschaften. Für uns ist das sehr wichtig, uns breit aufzustellen mit verschiedenen Standbeinen, weil auch gerade bei der Milch weiß man ja nie, was machen die Preise und wo geht's hin. Ja, und deswegen tun wir uns da auch anderweitig noch aufstellen und das ist mit der Biogasanlage auch sehr gut. Mein Name ist Christian Petri, ich bin 52 Jahre alt, bewirtschafte mit beiden Söhnen hier einen Milchviehbetrieb. Ich bin der Till Petri, ich bin 24 Jahre alt. Ich bin einer von zwei Söhnen auf unserem Milchviehbetrieb, den wir hier in Osthessen bewirtschaften. Mein Name ist Jan Petri. Wir haben einen Milchviehbetrieb mit 180 Milchkühen und eine 75 kW Hofbiogasanlage. Und bewirtschaften nebenbei 200 Hektar Grün- und Ackerland.